Grüezi miteinander, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und neben mir steht ein parlamentarisches Schwergewicht. Er ist langjähriger Parteipräsident von der GLP Nationalrat von Zürich, der Martin Bäumle. Martin Bäumle, vielen herzlichen Dank, dass Sie da mitmachen und sich Zeit nehmen. Gern. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema, das wir diskutieren müssen. Ja, er sagt es eigentlich schon. Wir reden heute über die Neutralität, Ukraine, über den Krieg, über die Positionen von Martin Bäumle. Er ist vor allem aufgefallen, beziehungsweise ist er einer der ersten gewesen, der sich da geoutet hat, bezüglich Friedensverhandlungen, Verhandlungslösungen, die da handboten hat für diplomatische Lösungen. Auch persönlich betroffen. Vielleicht eine Einstiegsfrage. Ihre Frau ist Ukrainerin. Wie erleben Sie jetzt den Krieg in der Ukraine, wo es um die Ukraine als Land geht, um einen Aggressor. Was sind da so die Gedanken, die bei Ihnen, was geht Ihnen vor momentan? Ja, man muss natürlich die Emotionalität am Schluss einfach zurückdrängen, weil man natürlich das erlebt und wir haben immer noch die Familien auch dort, wo wir Kontakt haben, die natürlich unter dem Krieg extrem leiden, also nicht nur physisch, sondern eben auch psychisch. Und das macht die ganze Sache nicht einfach, weil der Aggressor ist ja eindeutig. Also wenn der morgen würde sagen, ich höre auf, dann hätten wir Ruhe. Aber wir wissen alle, so einfach ist es nicht. Da muss man wirklich Gespräche aufnehmen. Und das ist ja das Einzige. Am Schluss werden wir nur mit einer Verhandlungslösung irgendwann zu einem Krieg auskommen. Sie haben familiäre Kontakte dort, kommen da raus in dieser Region, kennen sich aus, sind da schon da gewesen. Können Sie mal kurz abbrechen, um was geht es in dem langjährigen Konflikt, der jetzt eben eskaliert ist, um was geht es da genau? Was ist der Kern von dem Konflikt? Ja gut, da gibt's natürlich ganz viele Sachen, die zusammenspielen. Da spielt Geschichte zusammen, dass natürlich der Herr Putin das Gefühl hat, ihm schwimmen die Felder vor und irgendwo das Gefühl hat, er müsse jetzt da noch irgendetwas retten, was einfach nicht geht in der Weltpolitik. Auf der anderen Seite natürlich die Ukraine sich in einen Schritt entwickelt, hat mit dem Westen Gespräch aufgenommen, was eigentlich positiv ist. Man hat einen Machtwechsel gehabt, der dem Herr Putin nicht gepasst hat. Auf der anderen Seite hat man aber natürlich auch Fehler gemacht im Westen. Man hat mit der Diskussion um einen NATO-Beitritt von der Ukraine, wo klar war ist von Russland immer, hat Putin immer klar gesagt, kein NATO-Beitritt. Ich glaube, wenn man dort ein bisschen offener gewesen wäre, ein bisschen weniger mit dem gezäuselt hätte in den letzten Jahren, hätte man den Krieg können vermeiden. Das zweite Thema ist natürlich, dass man im Donbass seit 8 Jahren, eigentlich seit 2014, man hat das Minsk II gehabt, wo man einen Vertrag unterschrieben hat, wo beide Seiten über 8 Jahre nicht eingehalten haben. Also das ist weitergegangen, der Krieg. Also da kann man nicht der eine oder der andere Seite schulden, man hat das nicht weitergeführt und wir haben die ungelöste Frage Krim. Und all diese Fragen sind zusammengekommen und jetzt ist in dem letzten Jahr zunehmend, also vorletzten Jahr schon, die Provokation ist angestiegen auf beiden Seiten und irgendwann, und da muss ich klar sagen, es gibt keine Rechtfertigung für den Einmarsch, null. Aber es gibt eine Vorgeschichte, wo man kann erklären kann, wenn man vielleicht anders gehandelt hätte, hätte man den Krieg vermeiden können. Da bin ich überzeugt. Aber das nützt uns jetzt nicht mehr. Jetzt sind wir in dem Aggressionskrieg, den Putin gestartet hat. Und der führt im Moment dazu, dass täglich auf beiden Seiten viele Leute sterben für relativ wenig Nutzen, weil am Schluss werden wir irgendwann müssen eine Lösung finden, die heisst ein Vertrag. Wie gefährlich ist jetzt auch der Krieg? Nimmt täglich Fahrt auf, Deeskalationsspirale dreht. Wie ist Ihnen zumut, wenn Sie eben an einen künftigen dritten Weltkrieg denken? Haben Sie Angst? Besorgt Sie das? Oder ist das völlig in totaler Ferne? Nein, natürlich nicht. Ich bin in den 80er Jahren den Kalten Krieg erlebt, wo eigentlich der Atomkrieg mir irgendwo bedrohlich da war. Und dann ist mit dem Gorbatschow ein neuer Präsident gekommen und von dem hat man das Gefühl gehabt, jetzt haben wir etwas überwunden. Wir sind einen Schritt weiter, wir haben gemerkt, das funktioniert nicht. Man fängt mit Russland an zusammenzuarbeiten und jetzt aktuell, muss man sagen, sind wir wieder eigentlich weit zurückgeworfen worden. Ich habe jetzt nicht die grosse Angst, dass morgen jemand den roten Knopf drückt. Also das ist nicht, aber das Problem ist ein anderes. Wenn jetzt irgendwo ein Fehlalarm losgeht, mit einem Atom-U-Boot oder was auch immer, was wir immer wieder hatten in den letzten 40 Jahren, hat ja dann immer irgendein gescheidener Offizier gesagt, das kann gar kein Krieg sein, das ist ein Fehler und hat die Übung abgebrochen. Ob er jetzt gleich agieren würde oder ob dann plötzlich doch irgendetwas schief geht, das können wir nicht ausschliessen.
Und auf der anderen Seite muss man halt schon sagen, eine Atommacht wie Russland, wenn man sie natürlich zu einer totalen Kapitulation will zwingen, was man zum Teil sagt, das ist in dem Sinne nicht möglich. Also, und das könnte dann schon zu einer Eskalation führen. Aber ich schaue das nicht als Hauptproblem. Meine Hauptmotivation ist, die Ukraine als Land, die Bevölkerung, die Soldaten, aber auch Russland, alle leiden, wir auch in Europa leiden auch unter dem Krieg. Und ich weiss nicht, wie lange unsere Bevölkerung die Solidarität noch zeigt. Meine Solidarität mit der Ukraine wird sehr lang. Ich bin auch bereit, ein bisschen weniger warm zu haben. Aber ob unsere Bevölkerung das ewig mitmacht, wenn sie sieht, der Krieg führt zu nichts, bin ich nicht sicher. Wie lautet konkret Ihre Lösung jetzt für einen sofortigen Frieden, Waffenstillstand? Also ein Ansatz, der jetzt ganz klar wäre, ist dass sich die russische Armee, Putin, müsste zurückziehen, mindestens auf die Linie von dem 24. Februar. Also die faktische Linie, das heisst Krim und die beiden Republiken. Und dass die Ukraine im Moment würde stehen bleiben an der Front, wo sie sind, und man zwischen ihnen würde versuchen, mit UNO-Truppen zu arbeiten. Aber das müsste ein Schrittprozess sein, dass man so mit einem Waffenstillstand könnte anfangen. Und dann müssen verschiedene Punkte natürlich diskutiert werden, der NATO-Beitritt, wie sieht es aus mit der Krim, wie geht es mit den Republiken weiter, was ist mit dem Gebiet, was ist mit Kriegsverbrechen, wo ja ganz klar man muss untersuchen. Also man müsste dann sehr viele Sachen anschauen, und man könnte dann sagen, je mehr Lösung man hat, je mehr kann man eben Sanktionenrückzug nehmen. Aber ich glaube, das Erste wäre wirklich, man muss sicherstellen, dass es einen Waffenstillstand gibt auf beiden Seiten, und dann müssen beide von Maximalforderungen abbrechen. Also wenn Russland sagt, das, was wir annektiert haben, das ist uns, Punkt, vorher reden wir nicht, funktioniert nicht. Und wenn die Ukraine sagt, bevor nicht Krim befreit ist oder die Russen dort abgezogen sind, reden wir nicht, funktioniert das auch nicht. Und ich glaube, die beiden Länder sind nicht mehr in der Lage, selber von sich aus jetzt an den Tisch zu sitzen. Es braucht von außen Anstöße, es braucht andere. Und da ist die Schweiz möglicherweise eines der wenigen Länder, die als neutrales Land das eben könnte machen. Und es gibt ja andere Länder wie China, wie die Türkei, wie Israel, die so Sachen auch schon probiert haben. Ja, wer ist der realistische Hoffnungsträger jetzt in dieser Situation? Schweiz, China, Türkei? Was ist am wahrscheinlichsten jetzt aus Ihrer Perspektive? Also ich glaube, dass die Schweiz könnte die wichtigste Rolle spielen, und zwar China ist ja zwar sehr stark, aber China wird natürlich als verdächtig angeschaut, sehr nahe bei Russland sein. Ob die Amerikaner mit den Chinesen würden eine Verhandlungslösung diskutieren, ohne dass zum Beispiel die Schweiz würde da versuchen, zwischen ihnen auch die Gespräche zu moderieren, beispielsweise in Genf oder wo auch immer. Ich glaube, die Schweiz könnte eine markante Rolle spielen, ist im Moment aber ja bei den Russen nicht akzeptiert, wobei das nicht so schwarz-weiss ist. Es ist einfach nicht, wir haben uns ein bisschen zum Spiel ausgespielt. Was ist jetzt Ihr konkreter Appell an Außenminister Gassis? Was ist zu tun, dass er eben bei den Russen vielleicht wieder auf die nötige Akzeptanz kommt? Ich erinnere zum Beispiel an UNO-Sicherheitsrat, wo er sofort für die gefallenen ukrainischen Soldaten aufgestanden ist und dann sehr zögerlich sich mit der Mehrheit da auch noch erhoben hat für die gefallenen russischen Soldaten. Was ist jetzt sofort zu unternehmen im Sinn von diplomatische Friedenslösungen durch den Außenminister Gassis? Also ich glaube, Sie haben es jetzt angetönt, UNO-Sicherheitsrat. Jetzt sind wir in dem UNO-Sicherheitsrat vertreten als Schweiz. In dieser schwierigen Situation, wo ein Land einen Aggressionskrieg gestartet hat, den man muss klar verurteilen muss, auf der anderen Seite in dem Sicherheitsrat alles blockiert ist. Und da, glaube ich, könnte die Schweiz eine Rolle spielen. Und das heisst halt eben, man muss mit beiden Seiten reden, man muss zumindest auch zuhören. Aber ich bin nicht der Meinung, dass man muss, vor dem Putin kriechen, also man muss ihm klar sagen, was nicht geht. Und von dem her, glaube ich, die Rolle ist nicht einfach, um auf einer Seite Härte anzuzeigen und auf der anderen Seite trotzdem zuhören und reden. Aber ich glaube, gerade das ist ja die Stärke, die die Schweiz immer hatte. Und wir haben traditionell sehr gute Beziehungen zu Russland, wo ich auch glaube, an die kann man anknüpfen. Man kann auch erklären, wieso Sanktionen beispielsweise die Schweiz gar keine Alternative hatte. Aber man kann zum Beispiel signalisieren, wenn man in den Gesprächen ist, würde sich die Schweiz zum Beispiel einsetzen, dass man auch Sanktionen wieder zurücknimmt. Aber erst, wenn man eine Lösung hat. UNO-Sicherheitsrat ist ein gutes Stichwort. Das ist ja interessant. Die Chinesen, aber auch die Ungarn fordern auf die totale Aufklärung von der Nord Stream-Sabotage. Es ist immer noch ein Rätsel, wer ist da genau daran beteiligt gewesen, wer hat die Röhre in der Ostsee gesprengt. Könnte das vielleicht auch eine Chance sein von der Schweiz, dass man dort irgendwie auch sich dort anhängt, dass man da Klarheit hat, wer genau hinter dem Terrorakt steht oder nicht? Oder wie sehen Sie das genau um die Nord Stream-Sabotage?
Also ich glaube, wichtiger ist natürlich mal, dass man die Kriegsverbrechen unabhängig anschaut. Ich glaube, und dort muss man aber auch, beide Seiten müssen involviert werden in die Gespräche. Es kann nicht sein, dass die Ukraine oder Russland einseitig sagen, was läuft. Da müssen, und da könnte die Schweiz eine moderierende Rolle spielen, aber da werden andere Länder müssen mit dabei sein. Und bei Nord Stream glaube ich auch, da müssen die betroffenen Länder, die auch sind, müssen alle mit involviert werden. Und die Schweiz könnte, wie gesagt, vielleicht auch die Rolle sagen, dass sie eine Art eine neutrale Vermittlung macht, dass man die Fakten aufklärt. Weil im Moment ist ja das sehr einseitig aufgeklärt, man weiß relativ wenig und darum kann auch jeder behaupten, was er will. Apropos Neutralität, im Parlament, im Ständerat, aber auch im Nationalrat ist eine grosse Diskussion entbrannt über indirekte Waffenlieferungen durch die Schweiz. Wie neutral ist das Land, das sich als Neutralität labelt, sozusagen? Ich frage an Sie, wie neutral ist heute die Schweiz, wo über Waffen zwar negativ abgestimmt hat, aber immer noch Sanktionen von der EU mitträgt? Wie neutral ist heute die Schweiz? Also die Schweiz ist noch als neutrales Land da. Die Sanktionen waren eine ganz schwierige Gratwanderung, weil da hätte man jetzt machen können, was man. Wenn man Sanktionen macht, wird man von den einen nicht als neutral angehört. Wenn man sie nicht macht, wäre man zu Komplizen geworden von Putin. Also da hat der Bundesrat eine Gratwanderung müssen gehen, die ich richtig finde. Hingegen jetzt bei diesen indirekten Waffenlieferungen, da muss man klippen können, da wäre eine rote Linie würde ich überschritten. Weil es ist nicht so, dass die Waffenlieferungen, am meisten würde so eine Überweisung von einer Motion gar nichts ändern. Das setzt ja noch nicht in Kraft. Da müssen wir mit Notrecht haben. Also mit Notrecht etwas machen, das die Neutralität klar nicht vorgesehen, ist heikel. Jetzt, auch wenn man es noch machen würde, es wäre null kriegsentscheidend. Also die kleine Anteil, wo wir uns Schweiz könnte der Ukraine helfen, würde die Ukraine null in diesem Krieg vorwärts bringen. Auf der anderen Seite würde es eine rote Linie beschreiben, dass man komplett als Verhandlungspartner dann bei den Russen eigentlich als einseitiger Kriegsaggressor angeschaut wird. Also das wäre ein totaler kapitaler Fehler, den Schritt zu machen. Ich sage nicht, dass wir nicht nach einem Krieg, in einer Friedensphase, unsere Neutralität und wie wir umgehen mit den Waffen, mit dem Mann diskutieren. Aber dass wir mitten im Spiel, wo wir ganz heikle Fragen haben, einfach jetzt schnell die Spiele genannt, aus einer Emotionalität raus und weil die EU massiv Druck macht auf uns und weil die Rüstungsindustrie dahinter ist. Es ist ja eigentlich vor allem motiviert, ist die Rüstungsindustrie, die Angst hat, dass sie vielleicht nicht mehr liefern kann. Und das Thema werden wir anschauen müssen, aber es ist jetzt der komplett falsche Zeitpunkt. Es gibt jetzt natürlich, oder, nach dem Entscheid würde jetzt genau Ihr Votum würde jetzt als, ja, als unsolidarischen Akt gegenüber der Ukraine gewertet werden, als sich als einen Aggressor unterstützen, als einen völkerrechtswidrigen Krieg und weiss ich nicht was. Was ist überhaupt nicht. Also nochmal, lang hat die Ukraine von der Schweiz nicht einmal Waffen oder etwas eingefordert. Weil sie gewusst hat, die Schweiz als neutrales Land kann das nicht. Schon bei den Dual-Use-Gütern, wir haben dort gesagt, wir müssten versuchen, Schutzwesten zum Beispiel dort eine Lockerung anzubringen. Da habe ich auch gesagt, an dem Weg müssen wir gehen. Die Ukraine hat das verstanden. Unsere Rolle ist neben dem, dass wir versuchen, die Verhandlungen anzuzeigen, dass wir Lösungen suchen können, ist humanitäre Hilfe. Das ist ja auch einseitig. Aber das ist das, wo die Schweiz sehr stark sein kann. Sie kann Wasserversorgung, sie kann Stromversorgung, sie kann mit Medikamenten. Dort hat sie eine Rolle, wo sie viel mehr machen könnte, wo ich der Meinung bin, da könnte das Parlament einen Kredit sprechen, wo viel mehr Geld könnte fliessen und das würde wesentlich mehr der Ukrainerinnen und Ukrainer helfen, wieder darüber diskutieren, ob wir irgendwelche Munition freigeben oder nachher noch Panzer irgendwo nach Deutschland stellen mit einem möglichen indirekten Ringverkauf, der den Ukraine nichts bringt, außer uns komplett als neutrales Land in eine rote Linie überschritten wird. Wer sich ja international aktuell gegen Waffenlieferungen stellt, man erntet eigentlich einen Orkan an Gegenwind. Wie ist das bei Ihnen? Wie äußert sich das? Was erleben Sie im Alltag? Also ich erlebe das natürlich auch ein bisschen, aber ich sage einfach offen, man muss auch Stürme aushalten. Also ich bin in meinem Leben gewöhnt, wenn man von einer Sache überzeugt ist und Punkt auch die Faktenlage relativ klar ist, dann muss man auch Widerstände aushalten. Und der Widerstand muss die Schweiz aushalten gegenüber Europa im Moment, weil Europa macht einen massiven Druck, müssen wir aushalten. Und auf der anderen Seite aber sagen, schaut, wir haben möglicherweise eine andere Rolle, weil in Europa kann ja niemand mehr die Rolle spielen, ein Vermittler sein. Und ich glaube, das wird auch Europa mittelfristig verstehen. Was empfehlen Sie Bürgerinnen und Bürger, die sich eben genau, ja, wo Angst haben, die Meinung genau so zu äußern, wie Sie äußern? Ich meine, Sie sind ein Vollprofi, sind da stahlgebadet durch Mengen Shitstorm oder weiss ich nicht was. Was empfehlen Sie? Was ist ja Ihr Tipp, um genau so eine Meinung eben für Verhandlungen gegen Waffenlieferungen, auch im Alltag, gegenüber Freunden, Bekannten, Familien zu äußern und ohne Angst davor zu kommen, dass man irgendwie als Putin-Versteher oder so gelabelt wird?
Also ich glaube, die Diskussion muss man genau im privaten Umfeld führen. Also das war ja bei Covid ähnlich gewesen, wo viele Kinder das Problem war, dass man auch im Privaten schwere Diskussionen hatte und aufeinander zugeht. Man muss auch die andere Seite verstehen. Man kann die Sache immer von zwei Seiten anschauen. Der Dialog ist ja die Stärke auch von uns in der Schweiz, dass wir miteinander Dialog pflegen. Ich glaube, dass der Normalbürger jetzt nicht unbedingt muss auf die Straße gehen, demonstrieren mit Demonstrationen. Das ist immer schwierig, dann wird irgendein Bild ausgestrahlt. Aber auch das, wenn es halt irgendwann Friedensdemonstrationen gibt. Ich gehe zum Beispiel nicht an Friedensdemonstrationen, weil dann werde ich falsch verstanden. Weil ich bin kein Pazifist. Ich bin sogar dankbar gewesen und bin heute noch dankbar, dass die Amerikaner und die Engländer die Ukraine mit Waffen und Informationen ausrüsten. Aber das ist nicht die Rolle von der Schweiz. Die Schweizer Rolle ist versuchen, mit den Amerikanern, den Chinesen, Russen und den Ukrainern eine lösungsorientierte Frage zu klären. Sie kommen ja ursprünglich aus dem grünen Lager. Jetzt ist, die Grünen sind ja bekannt. Lange ist es her. Sie sind Präsident von der Grünen Partei Zürich. Jetzt ist die Frage natürlich, früher sind die Grünen die vorzeigepazifistische Partei gewesen, gegen sämtliche Waffenlieferungen für Frieden, vollumfänglich und für die Abschaffung von der Armee und allem. Was ist eigentlich, in Deutschland ist es noch extremer, da ist Baerbock die leuteste Waffenlieferantin, die es überhaupt noch gibt irgendwie. Was ist in den letzten Jahren bzw. in den letzten 20, 30 Jahren mit den Grünen passiert, dass sich jetzt eben Grüne im Ausland befürwortend für die Waffenlieferungen äußern? In der Schweiz sind sehr zahmhaft, wenn es um Friedensbewegungen geht, sind die Grünen vom einstigen Friedenskurs abgekommen? Also gut, gestern habe ich ja da wieder mal mit den Grünen gestimmt. Sie sind ja da auch gegen die zumindest in der Schweiz, muss man sagen, sind sie da näher gewesen. Mein Problem ist natürlich mehr, dass der Pazifismus, den habe ich immer als schwierig angeschaut. Ich bin ja übrigens auch der gewesen, wo man die Verschärfungen von diesen Exportdiskussionen gesagt hat, man muss aufpassen, dass wir unsere Rüstungsindustrie nicht so stark schwächen. Bin also dort eher auf dieser Linie gewesen, wo offener war für Waffenlieferungen und bin jetzt der, der sagt, aber jetzt in dieser aktuellen Lage auf keinen Fall die Spielregeln ändern. Also ich habe da durchaus immer eine differenzierte Position eingenommen. Und was mich schon überrascht hat, also Deutschland, Frau Baerbock, hat mich schon sehr überrascht, wie man quasi vom Pazifismus zum Vollkriegsding werden kann, wo man ein moralisches Urteil fällen kann. Aber das ist vielleicht das, was dahinter ist. Wenn man natürlich eine moralische Verurteilung macht und eine Schwarz-Weiß-Welt malt, dann ist es natürlich relativ einfach, sich ein Bild zu ändern. Und ich sage halt, die Welt ist nicht schwarz-weiß. Der Aggressor ist klar. Aber es gibt eine Vorgeschichte und am Schluss müssen wir auch mit Leuten, die wir gar nicht mögen, müssen wir reden. Also das muss ich da täglich in Bern. Ich muss mit allen Leuten versuchen, zu schlagen und eine Lösung zu finden, Mehrheiten zu schaffen, auch in der Bevölkerung. Also sie mögen auch nicht alle Menschen, die sie kennen, aber sie werden reden mit denen auch. Sie sind auch irgendwo im Restaurant mit Leuten, die sie vielleicht nicht immer total Fan sind. Das gehört zu unserem Leben, dass man auch mit einem Gegner redet. Haben Sie das Gefühl oder das Gespür, dass in der Schweiz das langsam ein bisschen... Ja, dass die Meinungsäußerungsfreiheit langsam ein bisschen bröckelt, eingeschränkt wird, dass sich die Leute nicht mehr so getrauen. Haben Sie das Gefühl, nehmen Sie das wahr oder ist das ein totaler Quatsch? Also wir müssen einfach aufpassen, dass wenn vor allem auch sehr breit, auch medial eine Einheitsmeinung vertreten wird, dass viele Leute dann sich vielleicht jetzt gerade in dieser Frage, zum Beispiel, also wenn man nur schon wagt, von Verhandlungen zu reden, sehr stark dann als Putin-Freund angeschwärzt wird oder fast sagt, man sei auf seiner Seite, dann muss man schon sagen, da werden sich einige Leute nicht mehr trauen, das zu sagen. Und darum stehe ich ja her und sage, wir leben in der Demokratie, da kann jeder sagen, was er will und ich werde das auch weitermachen. In der Schweiz passiert dem also gar nichts, wenn man das Maul auftut. Das muss man ganz unterscheiden. Das ist in Russland ganz anders. Also wer dort das Maul auftut, riskiert entweder zum Fenster rausgefallen zu werden oder dass er eingesperrt wird. Das ist eine ganz andere Lage. Also dort leben wir in einer Diktatur, die Bevölkerung. Wir sind vielleicht so, dass die Leute Zivilcourage manchmal nicht mehr so voll haben. Aber zum Beispiel bei der Ukraine, da dürfen auch nicht mehr, können auch nicht mehr alle Leute alles sagen, weil sie haben auch Respekt und es ist auch wichtig, natürlich mit Verteidigungsbereitschaft von dem Land ist so wichtig, dass natürlich der Zelensky nicht kann brauchen, dass man jetzt in den Medien jeden Tag diskutiert, sollen wir nicht, sondern dass da muss eine Einheitshaltung da ist. Aber die muss irgendwann an einer Kritik nach innen wieder weichen können. Wie beurteilen Sie den ukrainischen Präsidenten Wladimir Zelensky?
Ich habe ein bisschen Angst. Also am Anfang war er ja der Retter von der Ukraine. Wenn das gemacht hat, die Amerikaner ihm empfohlen hätte und wahrscheinlich abgehauen wäre, dann wäre die Ukraine gefallen, bin ich überzeugt. Also er und auch Klitschko-Brüder und die ganze Politik ist dort angestanden und hat das Land eigentlich gerettet. Heute habe ich das Gefühl, ist er manchmal auch gefangen in seiner Rolle, wo er jetzt eigentlich ist, dass er jetzt auch auf Druck von Amerikanern und Engländern vor allem, die ihm natürlich die Hauptwaffe liefern, die ihm auch die Beratung liefern, nicht mehr immer voll handlungsfähig ist und damit die Kompromissbereitschaft, die er zeitweise hatte, im Moment nicht mehr hat. Und die Gefahr, dass er nicht mehr aus dem rauskommt, ist bei ihm nicht null. Ich hoffe natürlich, dass er im Hintergrund weiss, dass er eine Lösung finden muss und auch weiss, wie er das auch wieder verkaufen kann, der Bevölkerung. Weil er muss seine Bevölkerung auch erklären, wenn er irgendwann doch einen Kompromiss macht, dass er jetzt nicht er etwas verraten hat, dass er nicht die Ukraine verraten hat, sondern dass er im Interesse der Ukraine handelt. Wer gewinnt den Krieg? Also ich glaube, wenn man ehrlich ist, der Krieg kann eigentlich keiner gewinnen. Es ist möglich, dass die Ukrainer noch Gebiet zurückerobern und dann wieder in die andere Richtung gehen. Ich glaube, bin auch ziemlich sicher, dass Russland nicht in der Lage ist, zum Glück nicht, solange wir so stark Waffenlieferungen haben von den USA, von England, aber auch teilweise Europa, wird Russland nicht in der Lage sein, das Land eigentlich voll zu erobern. Ich glaube, es ist ein Frontkrieg, den man eigentlich vergleichen kann mit dem Ersten Weltkrieg, wo man irgendwann muss die Einsicht haben auf beiden Seiten, wir kommen nicht weiter. Wir müssen anhocken und müssen einen Friedensvertrag machen und wir müssen eine Lösung haben. Und da müssen, wie gesagt, beide müssen Bereitschaft sein, von Maximalforderungen, die sie im Moment im Raum haben, abzurücken. Vielleicht noch das letzte Thema. Der Kalte Krieg, geendet durch die legendären Abrüstungsverträge von Michail Gorbatschow, Offenheit. Er war der letzte Präsident der Sowjetunion. Sie kennen ihn persönlich. Was fasziniert Sie ganz speziell an dem letzten Präsident der Sowjetunion? Dass er, glaube ich, er ist kein Urdemokrat gewesen, aber er hat demokratisch agiert und er hat eine tiefe Überzeugung gehabt, dass er eigentlich ein gemeinsames europäisches Haus hat wollen bauen, er hat wollen abrüsten, er hat wollen zivil zusammenarbeiten und er hat wirklich extrem viele Mauern können abbauen, er hat Vertrauen aufgebaut, hat aber dadurch im eigenen Land natürlich vieles auch verloren an Rückhalt. Er ist ja in Russland gar nicht beliebt. Er ist eigentlich in Europa, wird der gejubelt wie ein Held, weil er uns den Kalten Krieg beendet hat. In Russland ist er eher der, der nicht so erfolgreich war. Und das muss man auch immer sich berücksichtigen. Er ist nicht in Russland ist er nicht der grosse Held. Da ist möglicherweise der Herr Putin zeitweise beliebter gewesen, wobei jetzt hat seine Beliebtheit wahrscheinlich ein bisschen abgenommen. Wer ist der Gorbatschow von der jetzigen Zeit, der da Abrüstungsverträge könnte unterschreiben und vorwärts treiben und einen Frieden schaffen mit dem vielleicht künftigen Friedensnobelpreis, der geehrt wird? Also ist so, ich glaube jetzt halt nicht daran, dass wenn der Herr Putin morgen tot umgeht oder sich zurückzieht, dass dann tatsächlich ein zweiter Gorbatschow kommt. Von dem träumen wir zwar alle. Ich gehe eher davon aus, wenn wir wieder eine Lösung finden, jetzt mit der aktuellen Regierung, also mit dem Putin, dass er nachher wird, früher oder später müssen sich zurückziehen auf seine Datscha, pensionieren, was auch das einzige richtig wäre. Man muss halt dann schauen, dass er eben nicht im Erdloch bleiben muss und nachher neue Leute nachkommen und aus denen aus dann vielleicht tatsächlich Personen rauskommen, die sehen, der Weg, den man jetzt beschritten hat, ist der falsche Weg. Wir müssen wieder den Weg beschreiten, den der Herr Gorbatschow beschritten hat. Ich schaue das als möglich an, weil die Russen selber, wenn man mit Russen redet, die wollen ja auch nicht irgendwie negativ und Krieg und so weiter. Die wollen eigentlich auch lieber Handel betreiben, die wollen reisen. Also ich glaube, die Möglichkeit besteht, aber das ist wahrscheinlich eher möglich, wenn man mit einem Verhandlungsfrieden endet und alle irgendwo noch eine Lösung sehen, weder wenn man das martialisch durchziehen will. Was wäre Ihr Wunschszenario, um vielleicht das Interview noch abzuschliessen? Ja, also das Wunschszenario ist, dass man wirklich eine Lösung findet, wo am Schluss die Ukraine ihre territoriale Integrität, jetzt mal vielleicht Krim ausgenommen plus minus, wo man anschauen muss, könnte behalten, dass sie ein neutraler Staat bleibt, wo man dann vielleicht mit der Schweiz zusammen sogar die Neutralität gemeinsam definieren könnte, die sehr stark bewaffnet ist, wo man vielleicht sogar die Waffenindustrie gemeinsam betreiben könnte, dass man vielleicht auch europäisch sogar sagt, sogar Russland ist längerfristig mit der Schweiz und mit der Ukraine im EWR, vielleicht nicht gerade EU-Mitglied, weil das wäre
wir in der Schweiz ja auch nicht. Ich glaube, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Neutralität, dass die Ukraine ein blockfreies Land wäre, so wie die Schweiz ja auch eigentlich damals von der Grossmächte als Bufferzone neutral erklärt worden ist, müssen wir auch sagen, das wäre gar keine schlechte Bufferzone, die Ukraine als neutrales Gebiet, aber verteidigungsfähig, dass ein Russ oder wer auch immer nie mehr auf die Idee kommt, nur einen Fuß in das Land zu setzen. Also eigentlich eine Verschweizerung von der Ukraine? Ja, ein Stück weit, glaube ich. Man kann es nicht alles, das versuche ich eigentlich seit 2006 zu sagen. Auch die Sprachenprobleme, die sie haben. Ich glaube, sie könnten viel von der Schweiz könnte man übernehmen, nicht alles. Und man könnte wahrscheinlich da eben, und darum ist dann die Wiederaufbauhilfe. Dort kann die Schweiz eine ganz starke Rolle spielen in den Demokratisierungsprozess, in den Antikorruptionsprozess, in den Energiewende, wo wir ja dort auch noch ein bisschen gasunabhängiger werden, wäre ja super, da kann man so viel machen. Und da könnte die Schweiz die bessere Rolle spielen, wie wenn sie jetzt ein paar Schuss Munition liefert. Wunderbares Schlusswort. Vielen herzlichen Dank, Herr Bäumli. Ihnen wünschen wir einen schönen Tag. Macht es gut und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst, Weltwoche Daily Spezial. Danke. Okay.